Ein herzliches Willkommen aus der Altstadt mitten im Herzen von Baku, dem Austragungsort des Großen Preises von Aserbaidschan. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, aber auch der engen Kurven und der wenigen Auslaufzonen sind wir heute relativ sicher, dass wir ein Safety Car erleben werden. Die Fahrer sind also gut beraten, wenn sie ein bisschen vorsichtig zu Werke gehen. Der Baku City Circuit hat eine Länge von ungefähr 6 Kilometer und bietet 20 Kurven sowie 2 DRS-Zonen. Die komplette Strecke geht durch die Stadt. Das Herzstück ist die Fahrt durch die Altstadt und dabei sieht man sogar die mittelalterliche Stadtmauer. Doch so schön die Kulisse auch sein mag, diese Strecke ist extrem anspruchsvoll. Der kleinste Fehler kann hier katastrophale Auswirkungen für die Fahrer haben. Heute darf ich Stefan Römer an meiner Seite begrüßen und ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Die Geschwindigkeit ist hier für ein Straßenrennen ziemlich hoch, oder? Glaubst du, dass dadurch ein paar unerwartete Situationen mehr entstehen werden? Solange die Teams mit der Kühlung zurechtkommen, wird es keine großen Probleme geben, zumindest nicht von technischer Seite. Aber ich erwarte, dass die Strecke ziemlich rutschig wird, da es noch nicht genug Gummiabrieb auf dem Asphalt gibt. Jedes Straßenrennen hat seine eigenen Herausforderungen und ich glaube, dass wir hier und da ein paar Fehler sehen werden. Ich glaube, die beste Strategie wäre es, vor allem in den ersten Runden, in denen das Fahrerfeld noch dicht beisammen ist, mit einer Safety-Car-Phase zu rechnen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Perez, Hamilton, Kevin Magnussen und Leclerc, Vettel, Raikkonen, Norris und Max Verstappen, Sainz Junior, Gasly, Lucas Weber und Butler, Grosjean, Ricciardo, Nico Hülkenberg und Lance Stroll. Russell und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. So, wieder da. Gut, mal gucken. Verstehen kann man eh nichts, also geht's los. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on full start. We don't want to bog down. Endlich mal wieder vorne, das auf einer Strecke, die mir eigentlich überhaupt nicht liegt. Zweite Pole voll in dieser Saison. Upsi. Platz 4, Platz 1, Platz 2 und Platz 1. In dieser vier, in den Anfang der Saison oder zumindest am Start gewonnen. Aber bisher alle Rennen. Hier kann es gerne so weitergehen. Aber schauen wir mal. Ein langes Rennen. Warte mal, ich stelle mal das RS wieder um. Ja, wenn, weiß ich noch nicht die beste Mischung. Gut, wenn wir unser Tempo so halt gehalten bekommen, was wir auf dem Training gezeigt haben. Können wir hier gleich wahrscheinlich schön vorne wegfahren, aber schauen wir mal. No rain expected. No rain expected for the time being. Kein Regen, also trockenes Rennen. Sehr gut. Okay.
rest of the grid is forming up, be patient and watch for the lights. Schon wieder zwei Plätze verloren am Anfang. So, nochmal dahin sitzen. Oder mal vorne und können charten. Runden. Na, die kriegen wir hin. Okay, jetzt habe ich die Runde schon mal überstanden. Ja, weil wir schön absitzen können. Das ist ein Auto haben wir hinter uns noch. Den dritte hinter.
Wirklich absetzen kann ich mich gerade aber auch nicht. Ja. Hinter mir nicht los. Wenn ich einmal halt etwas größer mache, dann hängt er mir direkt wieder an der Backe. Das ist ja eh vorbei. Und da war direkt der Konter. Uiuiui. Beide Racing Point jetzt hinter mir, gleich. Kurz, da krieg ich's gerade so nochmal hin. Meine Fresse. Weil ich mir das rausziehe, dann funktioniert gar nichts, läuft gar nichts mehr. Ey. Ich will mich, kurz. So. So. Thank you.
after these tires now. We want to finish the race on this compound. Flug mir nicht eh los. Dankeschön fürs Anschieben. Konzentration jetzt mal. Ist jetzt irgendwie wieder vorbei da vorne. Ich habe noch vorbei. Eieiei. Wie gelb ist vorbei. So, alles geht in die Box. Ich hoffe, dass es reicht, aber ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Oh. Ich komme nicht vorbei, ne? Weil er voll gegenhält. Wir haben übelst Zeit verloren da vorne. Genau das passiert, was ich eigentlich nicht haben wollte. Ich muss da ran, solange der noch dahinter ist. Solange sich der doch da mit Hülkenberg bettelt, komme ich da gut ran. Das kann uns die wichtige Zeit geben. Ich muss an dem Renault damit vorbei noch. Das war irgendwie klar. Der will nicht. Der will uns nicht vorbeilassen. Mm-hmm.
Ach, gebe ich das Rennen nicht auf. Was denke ich, bin ich noch? So, ein bisschen aufdrehen, damit ich da irgendwie mal wieder rankomme. Jetzt kann ich versuchen, mal ranzukommen. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Noch wegblocken. Kapin, und das war's. Jawohl. Jetzt müssen wir noch irgendwie die zwei Runden durchhalten.
Nächste Woche Spanien. Und dann Monaco. Wieder auf Fett stellen, damit er gleich wieder ein bisschen auf Hot lädt, dass ich ein bisschen wieder was rauspushen kann, dann er ist. Aber ich habe nicht nur viel, ich habe 18%. Gap to teammate behind is 24.7 seconds. Ja, vorletzte Runde auf jeden Fall. Die letzte Runde haben wir. Weil der jetzt schon wieder ein bisschen rankommt, ne? Ich muss ihn jetzt tatsächlich ein bisschen weghalten. Kann ich wieder ein bisschen nach Fortlap stellen. Dass ich vielleicht ein bisschen wegkomme. Geraden. Und habe mich in der letzten Runde irgendwie versucht, da breit zu machen, dass er nicht vorbeikommt. Letzte Runde. Kann ich ein bisschen sparen, indem ich ein bisschen noch niedrig fahre. Muss ich richtig breit machen, jetzt Meter. Weil ich jetzt wegblocke. Muss ich mir noch überholen lassen. Boah, war es knapp. Und das Team von McLaren hat es durchgezogen. Es hat hier und heute in fantastischer Manier gewonnen. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen?
Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Puh, alter Verwalter. Während die Fahrer sich auf das Podest begeben, kann man annehmen, dass McLaren heute Abend ordentlich feiern wird. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen rausgeholt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. McLaren baut den Abstand an der Spitze aus. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Uiuiuiui. Aber es hat gereicht. Gut. Gehen wir durch. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt? Das war ein gutes Rennen für Lucas. Sind Sie erfreut? Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? So, aber war das so? Danke für den Kommentar. Hab's also gereicht. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Unser Angebot wurde akzeptiert. Der neue Vertrag tritt mit dem Beginn des Rennens am nächsten Wochenende in Kraft. Haben wir den Vertrag verlängert? Gut. Nächste Woche in Spanien müsste das jetzt, glaube ich, sein. Jupp.